Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Meine Frau meinte, ich sollte doch auch mal kurz die zwei Wagen noch vorstellen, bevor ich hier das Gehäuse draufsetze. Es handelt sich hier jetzt um den französischen Triebwagen, der ja dreiteilig ist. Und ich habe hier jetzt den Steuerwagen genommen. Wie ja schon beim letzten Mal habe ich hier die Inneneinrichtung gedruckt und habe die diesmal allerdings in Silber belassen. Ich habe die Bodenplatte etwas mit dem Fräser nachgearbeitet. So konnte ich im Prinzip die Inneneinrichtung bündig aufkleben. Das ging ja beim Motorwagen nicht, da er ja verschiedene Vertiefungen und Sachen beherbergte. Da konnte ich das leider nicht so durchführen. Deshalb hat halt jetzt der Steuerwagen und auch der Mittelwagen einen silbernen Boden. Das macht ja dem Ding keinen Abbruch. Hier auch die selbstgemachte Innenbeleuchtung mit einem Stützkondensator. Das Ganze ist dann so gestützt aus, passt. Das zum Steuerwagen. Der Steuerwagen bekommt über die Kupplung die Spannung und hier über die zwei Schleifer jeweils die Masse für die Innenbeleuchtung. Das Ganze wird jetzt hier oben eingeklebt und dann das Gehäuse übergestülpt. Dann komme ich mal zum Mittelwagen. Das ist dieses schöne Teil hier. Auch hier sieht man die selber gemachte Innenbeleuchtung mit dem Kondensator und auch hier meine selbstgedruckte Inneneinrichtung. Und das Ganze hat auch hier wieder einen Schleifer bekommen und hier die stromführenden Kupplungen. Ihr wundert euch, aber das geht tatsächlich. Also ich bekomme hier wirklich die Plusleitung durchgeschleift und ich war selber überrascht, das funktioniert. Also auch hier werde ich dann diese Lichtleiste hier oben einkleben und dann das Gehäuse drüber stülpen, um dann einen richtig schönen Zugverband herstellen zu können. Ich habe das auch mal wieder ein bisschen farblich. Naja, ich habe mich da halt ein bisschen ausgetobt. Dann stülpe ich mal die Dinger drüber, nachdem ich das eingeklebt habe, und dann seht ihr nachher die zwei Wagen komplett. Ach ja, noch zum Kleben. Ich verwende hier dieses doppelseitige Klebeband. Das ist in meinen Augen wirklich ein richtig tolles Teil. Da brauche ich im Prinzip nur so kleine Streifen abnehmen, die klebe ich mir hier oben rein. Das Ding hält bombenfest, gleicht auch etwas Unebenheiten aus und da kann ich wirklich dazu raten, die nehme ich auch für meine Decoder einzukleben. Tolles Teil. Ist etwas stark und kann im Prinzip dann gerade bei Decodern auch Unebenheiten einfach wegstecken und das funktioniert wirklich prima. Ich kann das nur empfehlen, das Teil. Also ich bin da wirklich zufrieden. Dann klebe ich mal die Leiste ein. Der erste Wagen ist jetzt zusammengebaut und ihr seht auch hier, sieht man nicht wirklich viel
wenn man da reinschaut. Aber eine Innenausstattung sieht man und das war ja auch das Ziel. Jetzt kommt dieser Wagen noch dran und dann ist das Ding perfekt. Und so sieht der Zug jetzt auf meiner Anlage aus. Ich bin mal gespannt, wie der dann fährt. Und ihr könnt das auch sehen im Juli-Video. Da werde ich diesen Zug dann einsetzen, sofern er richtig läuft. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, auch im zweiten Teil, der etwas kurz gehalten war von den Umbauarbeiten her. Doch die hatten sich ja geähnelt mit dem Motorwagen. Und ich wünsche auch hier euch einen schönen Tag noch und verbleibe bis dahin euer Groovy 1960.